Ich muss mir das ja kaufen. Kaufen. So, dann weiter. Wir müssen ja zur Prinzessin. Kein einziger Kampf hier, Leute. Wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Sind die geflohen? Die Händler sind noch da. Okay. Die sind alle weg, Leute. Hier sind auf einmal so unglaublich viele. Poft no machini iru. Sito nara dai senka no chakten o shiteru kamo. Date ikusen o tsukutte etsukutta gura guraide des mono. Kikai no koto ni Kuwashin Chanai Kashira. Okay, die hat irgendwas über Sid gesagt und seinem Flugschiff und dem großen Schlachtschiff und irgendwas mit Poft. Übersetzen wir mal. Also Leute, sie sagt, in der Stadt Poft kennt Sid vielleicht die Schwächen vom Schlachtschiff, also vom großen Schlachtschiff, weil dort nämlich ein Luftschiff gebaut wurde. Vielleicht kennt sie sich ja auch mit den Maschinen dort aus. Also vom großen Schlachtschiff. Okay. Machen wir erstmal die rechte Seite. So, Gordon Ochoga Inai. Doko ni ite shimatanda. Also, wo ist der Prinz Gordon? Der ist nicht hier. Wo ist der nur? Tja, der ist tot. Das war der, der uns den Ring gegeben hat. So, Uen Kowakatayo.
Okay, also oben ist es jetzt sehr angsteinflößend. Ich glaube, er meint den Himmel oder so. Keine Ahnung. So, dann du. Ah, Kamio. Koku Ono Inochio Sui Tamai. Also irgendwas. Er betet zu seiner Gottheit, glaube ich. Vielleicht, dass er verschont wird. Mal sehen, was Google dazu sagt. Okay, nicht, dass er verschont wird, sondern der König. So, wie sieht's bei dir aus? Daisenkan ga osotte kitan des. Demo kono achito wa buchi dattan des. Okay, also sie sagt, dass irgendwas mit, dass das große Schlachtschiff gekommen ist, aber trotzdem irgendwas anderes in Ordnung ist. Aber das habe ich nicht ganz verstanden. Mal sehen, was genau sie meint. So. Ein Schlachtschiff hat hier angegriffen, Leute. Das große Schlachtschiff hat hier angegriffen, aber dieses Versteck war. Ist heil geblieben, so ungefähr. Na toll. Machino Sotoni Itachto Tachiwa Mina Shinchatayo. Oh, alle Leute, die draußen waren beim Angriff, sind gestorben, Leute. Daisenkan o Hakai Shinakereba Higai wa Dondon Hiro Garuso. Irgendwas über das große Schlachtschiff schon wieder, aber ich habe leider nicht verstanden, was. Also wenn das große Schlachtschiff nicht zerstört wird, Leute, dann breitet sich der Schaden, dann wird es immer mehr Schaden verursachen. So, wie sieht's bei dir aus? Anatatachi ga Modorumade Nantoka Kokode Mochi Kotaimas. Ich glaube, da. Ich bin mir nicht sicher, was er sagt, aber ich glaube, er hat das nicht geändert. Ich glaube, er sagt immer noch das gleiche wie am Anfang. Also irgendwas über uns sagt er. Okay, also bis ihr zurückkommt, werde ich es hier schon aushalten, sagt er. Zu uns.
Toto Kono Altea ni Mo Dai Senkan ga Semete Kita ga Saiwai Kono Achito wa Buchi datta yo. Machi no hito mo koko ni hinan shite kitanda. Also ich glaube auch, dass er sagt, dass hier angegriffen wurde und die Menschen in dieser Stadt hier Zuflucht gesucht haben. Mal sehen, ob das richtig ist. So, also er hat gesagt, dass ein Schlachtschiff, dass es soweit war und, endlich ein Schlachtschiff Altea gegriffen hat. Die sind im Krieg und bisher war Altea ja unversehrt, aber jetzt war es endlich soweit, Leute. Ein Schlachtschiff hat Altea angegriffen, aber glücklicherweise war eben diese Versteck hier sicher, das hat es überstanden. Und die Stadtbewohner sind auch hierher evakuiert worden. Na, dann möchte ich mich aber auch hier weiter umsehen, Leute. Hier hat unser Abenteuer begonnen. Ist hier jemand? Nein? Ist da jemand? Nein. Das ist ja der König. Ich sollte das vielleicht laut vorlesen, tut mir leid, Leute. Soka, Scottomo Shindaka. Scottomo Hildano. Propose ste otaka otaga sono henjimo kigazuni ite shimataka ka. Also der erste Satz ist so, Scott ist also gestorben. Zweite Zeile ist, ja, Scott ist offensichtlich nicht der leibliche Sohn des Königs, also der Prinz, sondern er hat der Hilda einen Antrag gemacht. Oder die Hilda ist nicht die leibliche Prinzessin, das kann auch sein. Also der Scott hat der Hilda einen Antrag gemacht und den zweiten Satz, den dritten Satz, den verstehe ich noch nicht, den werde ich übersetzen. Okay, also der dritte Satz war, also der Scott hat Hilda einen Antrag gemacht, aber er ging ohne eine Antwort erhalten zu haben. So, Karenara ba Hilda no Muko Toshite Fusawashito
Omotanodaga. Da habe ich jetzt nichts verstanden. Mal sehen. Er dachte, er wäre der Richtige für Hilda. Also Hilda ist die leibliche Prinzessin und Scott wäre, ja, wurde bereits Prinz genannt. Scott, aber er ist leider, naja, schade. Oh, er sagt zu Nobara, also die Wildrose sagt etwas. Waga Monshomo Teikoku Heini Fumini Chirarete Shimata Uragi Erimono ga Itani Chigainai Amo Kantani Teikoku Yabure Rutova Nani Bogen ga Uragita Jurusen. Okay, Jurusen habe ich verstanden, Leute, das ist unverzeihlich. Irgendwas im Bogen schon wieder. Was ist mit dem Typen? Okay. Waga. So Leute, ich hab's. Also mein Wappen, also das, die Wildrose ist ja das Wappen gewesen, ist vom bösen Königreich. Nicht Königreich, doch Königreich habe ich es immer genannt, oder? Egal. Vom dunklen Reich immer zertrampelt worden, Leute. Es muss einen Verräter gegeben haben. Mann, es war so einfach, dass das Imperium uns besiegt hat. Was? Und dann sagt er darunter,
also nach dieser Punkt-Punkt-Pause. Was? Bogen war der Verräter? Das ist unverzeihlich, so ungefähr. Also das erzählen wir ihm offenbar.